Damit der Pinguin auf diese Nachricht reagiert, benötigen wir ein weiteres Pinguin-Skript, das wir mit dem Befehl, wenn ich Zahl abgegeben empfange, beginnen. Zahl abgegeben ist die automatisch voreingetragene Nachricht. Nun müssen wir uns überlegen, welche Algorithmen abgearbeitet werden müssen, wenn wir auf den OK-Button klicken. Bei jedem Klick auf den OK-Button soll der Versuchszähler einen Rateversuch dazuzählen. Das heißt, es soll sich der Variablenwert von Versuche um 1 ändern. Dies gelingt mit dem Befehlsblock aus der Kategorie Daten, und zwar ändere Versuche um 1. Versuche ist hier wieder voreingetragen. Wir brauchen nun eine Überprüfung, ob die abgegebene Spielerzahl kleiner ist als die zufällige Computerzahl. Dies überprüfen wir mit einer Schleife Falls dann aus der Kategorie Steuerung. Falls die Spielerzahl kleiner ist als die Computerzahl, dann soll der Pinguin sagen, deine Zahl ist zu klein. Dazu benötigen wir wieder einen Vergleichsoperator, kleiner. Dann benötige ich unsere Variablen. Falls Spielerzahl kleiner Computerzahl, dann sage, deine Zahl ist zu klein für 2 Sekunden. Wir benötigen ebenso die Abfrage, ob die Spielerzahl größer ist als die Computerzahl. Dazu duplizieren wir die eben erstellte Bedingungsüberprüfung mit einem rechten Maustastenklick auf die Schleife und docken das Duplikat an. Danach ändere ich wieder mit einem rechten Maustastenklick auf den Vergleichsoperator von kleiner auf größer. Falls Spielerzahl größer Computerzahl, dann sage, deine Zahl ist zu groß. Um den Fall zu überprüfen, dass die Computerzahl richtig erraten wurde, dass die Spielerzahl also gleich groß ist wie die Computerzahl, duplizieren wir die Falls-Abfrage noch einmal und passen den Operator auf ist gleich an. Und die Textausgabe lautet nun: Spitze, du hast gewonnen. Danach fügen wir noch den Steuerungsbefehl Stoppe alles ein, damit das Programm nach dem erfolgreichen Spiel beendet wird. Uns fehlt nun noch der Fall, dass die Anzahl der Rateversuche größer als 10 ist. Wir ziehen noch einmal eine Falls-Dann-Schleife an das Ende des bisherigen Skripts. Den Operator größer und aus der Kategorie Daten ziehe ich die Variable Versuche ins linke Vergleichsfeld und in das rechte Feld schreibe ich 10 hinein. Falls Versuche größer 10, dann soll der Pinguin sagen: Oje, du hast verloren.
Danach soll das Programm wieder stoppen. Damit ist unser Zahlenratespiel voll funktionsfähig. Ich hoffe, dass Sie mit diesem Programm ein wenig Rüstzeug und auch Lust bekommen haben, weitere eigene Rechenprogramme mit Scratch umzusetzen.